Zwei Versuche hatten wir mit dem Mantiskreuzer Variante B. Jetzt gucken wir uns gleich mal Variante C an, aber wir werden mit einem anderen Schiff an den Start gehen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Neues Spiel. Das Wichtigste zuerst. Oh, wir haben einen Lanius. Ah nein, eine Klonstation. Aber wieder ein Teleporter. Stufe 4. Vier Plätze. Cool, also wenn wir damit... Oh, coole Farbe. Boah, schick, richtig schick. Dann damit so Leuchtekram. So Neonröhren im Weltall, wo Asteroiden und so rumfliegen. Neonröhren außen an der Hülle. Ist klar. Ein Lanius, sehr interessant. Ein Mantis und ein Engi. Zwei Mantis, drei Mantis, ein Engi. Also ein Lanius, das ist interessant. Schaut mal da oben. Was? Kristallsperrbombe? Wollte gerade sagen Ionenbombe, aber die sieht doch gar nicht so aus mit Britzelbritz. Eine Sperrbombe, also Kristallwaffen. Okay. Dann bin ich mir sicher... unbekannter Kreuzer. Immer noch die coolste Idee wäre, der coolste Gedanke, das wäre ein organisches Schiff, was einfach lebt. Aber anhand der Form könnte es ein Steinschiff sein. Aber ist ja eigentlich schon das, obwohl das nicht wirklich Stein ist, aber das wäre zu naheliegend. Der Feliskreuzer und der unbekannte Kreuzer als Stein. Dann wird das ein Kristallschiff sein. Wenn es Kristallwaffen gibt, dann wird der geheime Sektor ein mit Eiskristallen besetzter Sektor sein, glaube ich. Es sind nur noch drei Schiffe. Oder wir finden den geheimen Sektor. Alternativ besiege das Flaggschiff mit Typ A und Typ B jedes anderen Schiffs, außer dem Lanius-Kreuzer. Und jetzt haben wir schon da, 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 da und da. Fehlt nur noch 1, 2, 3. Dann haben wir das Ding. Ah, Schneckogel, Feliskreuzer. Tankkreuzer war am schwierigsten von den dreien. Der Lanius-Kreuzer war auch schwierig. Aber den müssten wir nicht machen. Das ist ja interessant. Gibt es sogar einen Typ B davon? Ja gut. Aber das mit der Kristallwaffe ist interessant. Kristallsperrbombe, selbst teleportierende Sprengladung, die keinen Schaden verursacht, dafür aber eine dichte Wand erzeugt, die jede Bewegung in den Raum hinein und umgekehrt verhindert. Für immer oder klingt das irgendwann ab? Kann man das verschießen? Benötigt Energie 1, schießt alle 15 Sekunden, genauso viel Strom wie die Ionenbombe und die Ionenbombe lädt 22 Sekunden. Benötigt Rakete, normaler Schaden 0. Man kann damit Crews festsetzen. Mit Eis. Und dann noch Feuer rein, dann verrecken die. Dann schmilzt auch das Eis. Und eine Betäubungsbombe. Oh, wir haben gar keine Waffen, die Schaden machen. Die Mantis-Pheromone haben wir wieder bei dem Ding. Wir werden nicht mit dem Mantis-Schiff losziehen, aber wir können mal kurz gucken. Oh, was haben die denn noch so? Zweierantrieb? Also hier, zwei Schildpunkte war schon sehr cool, aber war auch wichtig für das Schiff. Waffen, zwei Balken, die könnten wir beide einsetzen. Drohnensystem fällt weg, Türen und Sensoren sind dabei. Aber eben die blöde Krankenstation, die blöde Klonstation ist dabei. Das ist Mist. Klonstation aber gleich Stufe 2. Theseus oder Theseus. Wir ziehen aber weiter. Schwalbe. Das sieht auch aus, oder? Tetragon, die Räume da oben. Vier Räume. Mit Hacking. Das Gila-Monster. Die Galeere. Schnecko-Reparaturgel. Variante B haben wir da noch nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal mit Variante A losziehen. Stimmt, der Antibiostrahl. Bruchbombe 1 und der Doppelschusslaser. Zwei Schnecken.
Was sind denn für Erfolge nötig? Auf Position nutze auf dem Schneckokreuzer die Sicht auf jeden Raum des Feindschiffs ohne funktionierende Sensoren. Stimmt, wir haben keine Sensoren. Nutze auf dem Schneckokreuzer die Sicht auf jeden Raum des Feindschiffs. Wir brauchen... Nehmen wir mal an, das gegnerische Schiff hat 8 Räume. Dann brauchen wir 8 Schnecko. Oder wie darf ich das verstehen? Nutze auf dem Schneckokreuzer die Sicht auf jeden Raum des Feindschiffs ohne funktionierende Sensoren. Naja, die können auch so ein kleines Schneckoschiff haben mit... Wie viele Räume sind das? 4 oder 5? Dann bräuchten wir 5 Schnecko. Das wird wohl nix. Springe zu 30 Nebelorten vor Sektor 8. Home sweet home. Vertrautes Heim, Glück allein. Okay, nehmen wir halt mal mehr Nebel mit. Maximale Nebel. Das scheint mir einfach zu sein, ist das. Dann alles, was lila ist, mitnehmen. Also, ganze Sektoren und eben einzelne Nebel, sowieso. Was war das? Töte mit dem Schneckokreuzer 3 feindliche Crewmitglieder mit einem Schuss des Antibiostrahls. Gut, Home Sweet Home, das peilen wir an. Das Schneckoreparatur geht, das ist cool. Außentüren waren hier nicht so prickelnd. Wir haben bloß 2, unten bei den Schilden und oben, da und da. Das ist kein Außenraum. Ja, bloß da und da. Das ist nicht so gut. Aber gut. Musst du kurz überlegen, wir hatten die 47 Grad eben. DS 96, L steht für 50, das X davor sagt, hier macht 10 weg, heißt 40 plus 8, 48. Der Bugger. Und C, Y, Hang. Sein Name. C, Y, Hang. Na gut. Normal aktiviert. Dann geht's los. Die Daten. Wir müssen ja eh erstmal durch das Schildsystem des Gegners. Da ist ein Nebel. Kleinvieh macht auch Mist. Den nehmen wir mit. Da muss ich auch mitzählen. Vielleicht. Soll ich mir eine Strichliste machen? Es könnten aber viele Striche werden. Wenn ich dann was nicht schaffe, muss ich eine neue Strichliste anfangen. Ich suche gerade einen Stift. Moment. So, den lege ich schon mal bereit. Mal gucken, ob ich überhaupt dran denke, da eine Strichliste zu machen. Das mache ich jetzt nicht sofort. Das dauert ja noch ein Stück, aber den nehmen wir mal mit. Vielleicht kommt es eben auf einen Punkt an. Und 30 sind nicht wenig. Mal gucken, wie viele Nebelsektoren es überhaupt gibt. Im Schnitt pro Sektor 9 Stück. 3 bräuchten wir. Mal gucken, wie wir nebenan noch mitnehmen. Okay, wo gehen wir hin? Da hoch wollen wir, deswegen, hier könnten wir dann ganz gut noch um den Ausgang herum tingeln, deswegen schnellstmöglich in den Nebel. Aber nicht über den Punkt. Also, hoch da. Schneckogel, hallo. Dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternsystem, sonst gibt es hier nichts. Das ist ja schön. Na, wir dürfen auch nicht zu schnell springen. Der Kapitän des Schiffs behauptet, er könne Dienstleistungen erbringen, solange du ihn mit Schrott bezahlen kannst. Ich wollte gerade Sprengstoff lesen. Bekämpfen, Dienste ablehnen, Drohnensystem. 2 Schuss. Söldner sind schlimmer als Rebellen. Die einzige angemessene Reaktion ist, sie zu bekämpfen. Okay, wir sehen die Crew. Dank Schneckofühler. Immerhin Doppelschusslaser. Wir machen es mal trotzdem so. Eine Bruchbombe auf das Schildsystem und dann auf den Antibiostrahl wechseln. Schildpunkt noch da. Jetzt wieder da, besser gesagt. Die beiden gehen fast gleich Schritt, okay. Damit der Doppelschusslaser auch Schaden machen kann. Dahin. Ein Engi, da ist aber ein Mensch. Ne, ist. Oh. Verfehlt, Mist. Okay.
Dann lassen wir das gleich mal. Doppelschuss, Cockpit, da kann es einen Schaden geben. Aua. Cockpit gleich rot. Mensch, Engi. Das wird schnell wieder ganz sein. Nein, Finger weg. Mann. Wir sollten schnellstens die Waffen klein bekommen. Okay, Antibiostreu ist Quatsch, aber jetzt steht er gerade auf. Jetzt schieße ich einmal damit. Wir müssen die Waffen schnellstmöglich ausbekommen. Oh Gott, es gibt viel zu viel Höhlenschaden. Erstmal wieder mit dem Schiff klarkommen. Erstmal reinfitzen. Boah, das Ding lädt lange. Eine Waffe weg. Die kann mehr Schaden machen im Zweifelsfall. Oh, kurzer Weg. Blöder Arsch. Jetzt müssen wir sogar noch warten, bis der Doppelschusslaser bereit ist. Das ist aber gerade blöd. Und wieder Höllenschaden. Ach du Kacke. So, jetzt aufpassen. Drohne haben wir nicht abgeschossen. Oh, wenn wir jetzt zweimal verfehlt hätten, wäre das böse gewesen. Das Ding ist ja ziemlich lang. Dann machen wir die Engi Grilli Grill. Das ankommt. Die haben keine Krankenstation. Gut, dann machen wir das Ding jetzt wieder aus. So. Dürfen keinen Schaden bekommen, deswegen so und schnellstmöglich wieder so. Au, Sauerstoff aus, toll. Das mögen Schnecko, ja, Sauerstoff aus. Zumindest bei den Gegnern. Sogar Feuer, okay, da müssen wir hier drüben bleiben. Oh, oh. Sauerstoff aus und wir machen jetzt groß auf. Aber ich will jetzt niemanden reinschicken. Oh, Türen nicht ganz kaputt machen. Waffen werden zum Glück getroffen, aber es muss noch mehr treffen. Jawohl. Gut, jetzt kann bloß die Drohne Schaden machen. Jetzt macht sie wirklich nur Schaden. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich habe jetzt gehofft, jetzt haben wir die Wendung eingeleitet, aber nein, jetzt hat die Drohne freie Hand. Scheißdreck. Drohne ausmachen. Das Schiff ist gleich im Eimer. Feuer oben aus. Drohne auch aus, gut. Na, jetzt habe ich die Bombe. Na. Aber hey, Bruch. Bruchbombe macht Bruch. Ja, die Waffen bleiben aus. Erstmal den Schnittpunkt wiederherstellen. Wir machen hier oben schon mal auf. Nee, wir machen es anders. Bloß der Raum soll Sauerstoff haben. Ich habe jetzt alle Türen, mache ich mal nochmal zu. Alle zu und hier auf, damit sich das verteilen kann. Sie haben uns klar besiegt. Wir bitten nur um unser Leben. 5 Raketen, 2 Drohnenteile, 9 Schrott. 5 Raketen? Ja, nehmen wir an. Wir haben gerade einen Verbraucher und hochgerechnet ist das viel. Nehmen wir an. So, ist da oben jetzt freie Bahn? Wir können die ja zusammen reinschicken. Auf jeden Fall keine Außentür öffnen. Aufgepasst. Nee, da ist Dorf, weil da war nichts drin. Wer ist am liebsten... Achso, ich müsste doch hier aufmachen, ich dödel. Jawohl. Prozent noch. Und wieder ganz. Jetzt müssen wir auf jeden Fall warten. Okay, wir brauchen schnellstens eine andere Waffe. Wir haben schon 3 Balken. Mich würde es sehr freuen. Wir würden bekommen... einen Schnellvorlaser 2. Da müssen wir das Waffensystem noch einmal ausbauen, aber dann hätten wir 5 Schuss. Schnellvorlaser 2. Die Bruchbombe würden wir behalten. An die Biostrahl würde ich da abgeben. Je nachdem, ja. Wie wir den bekommen. Die Türen sehe ich gerade noch. Ich sollte mich eigentlich auf einen konzentrieren. Also, das Cockpit muss immer besetzt sein, deswegen macht Bugger das mal nicht. Mit dem Reparieren. Das ist ja wirklich ein Traumschnellfalllaser. 2 und Doppelschusslaser und dann noch Raketenverbrauch. Und dann können wir uns erstmal voll auf die Verteidigung konzentrieren. Und so eine Reparatur. Okay. Wo gehen wir denn hin? Jetzt schnellstmöglich zum Nebel.
Eine Sonne. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume. Das meinte ich eben mit dem kleinen Schiff. 6. Ich verstehe jetzt aber nicht ganz, was da geschrieben wurde. Nutze auf dem Schnecko-Kreuzer, also auf unserem Schiff, die Sicht auf jeden Raum des Feindschiffs, ohne funktionierende Sensoren. Ach so, mit Teleporter, jetzt habe ich es verstanden. Weil, wenn wir rübergehen, erleuchten wir ein paar Räume, auch wenn wir da unten zum Beispiel, haben wir gerade gesehen, beim Schildsystem sind, gehen nur noch ein paar umliegende Räume mit Licht an. Okay, wir bräuchten dafür einen Teleporter, schätze ich. Dann müssen wir viele Schnecke rüberschicken und halt alles erleuchten, ohne Sensoren. Dieser Signalpunkt wurde zu nahe an einem Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Das ist ein Mantis. Und ein Mensch. Hier ein Kram und ein Einerschuss. Die Waffen müssen weg. Fast wieder voller Sauerstoff. Waffen aus, sehr gut. Kann nur noch die Sonne gerade für Probleme sorgen. Ne, die Bruchbombe ist ja eher fertig. Die soll ja auf jeden Fall treffen. Deswegen lassen wir erst dich schießen. In der Hoffnung, dass da jetzt ein Schaden ist. Ach, da geht jemand raus. Gut, dann warten wir. Haben die einen Autopiloten? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber sicher, sicher. So, jetzt ist da auf jeden Fall 100% Trefferchance. Super. Jetzt haben sie drei Räume, die sie ganz machen müssen, und zwar drei wichtige. Was bleibt aus? Feuerchen in einem Raum. Wir wissen nicht, ob andere Räume getroffen werden. Okay, wir haben gerade eh keine Schüsse zu erwarten, dann... Lassen wir das mal kurz, wir rennen mal kurz durch. Also die Systemräume sind alle in Ordnung. Da ist nix. Sauerstoff ist nichts, dann können wir oben schon mal aufmachen. Du gehst nochmal unten gucken. Sogar ein Feuerchen. Keine Bruchbomben mehr einsetzen. Jeder Schuss ein Treffer, nuller Schild. Okay, nur da oben ist ein Feuerchen. Oder hier unten? Habe ich hingeguckt? Jetzt habe ich hingeguckt. Hier ist alles offen, genau, so muss das. Los geht's. Als nächstes gehen wir wieder auf die Waffen. Jetzt wollen sie aufgeben, nehmen wir an. So ein gutes Angebot bekommen wir so schnell nicht wieder und aktuell sind wir sehr abhängig von der Bruchbombe. Der Tag gehört Ihnen. Beweisen Sie uns Ihre Ehre, indem Sie uns mit dem Leben ziehen lassen. 4x Treibstoff ist ja auch nicht gerade wenig. 7 Raketen und 8 Schrott. Können wir machen im ersten Sektor. Feuer aus, Feuer aus. Zack, zack. Sauerstoff rein, Sauerstoff rein. Gefahr, ach ja. Okay, wir springen gleich weg. Schnellstens in den Nebel. Ein Söldner ruft dich. Hallo mein Freund, wir haben von Ihrer Mission gehört und wollen Ihnen unsere Dienste anbieten. Teleporter. Ist gerade nicht gut bei Schnecko. Sind womöglich Mantis. Ich würde gerne die Crew sehen. Einmal Ionkram und ein Laserstrahl. Die können schon böse sein. Mit den Waffen. Auf jeden Fall kämpfen. So viele Einerschilde wie möglich mitnehmen, weil wir brauchen halt schnellstmöglich irgendwie was gegen Zweierschilder und da wäre es nicht verkehrt, wir hätten genug Schrott zum Einkaufen gehen. Ein Mantis. Söldner sind schlimmer als Rebellen. Die einzig angemessene Reaktion ist, sie zu bekämpfen. Da kommt gleich jemand rüber. Ach, hier ist noch einer. Wo geht der Arsch hin? Nach unten. So ein Dödel. Türen verstärken? Nee. Die sind schon leicht verstärkt und bis der durch ist, dauert das. Und bis er hier zu unseren Leuten vorgedrungen ist, ist er schon längst tot. Wir werden hoffentlich nicht groß die Räume wechseln müssen. Ist mir zu riskant, wenn ich jetzt hier aufmache und die zerstören den Sauerstoff. Ich würde nämlich ganz gern hier schon etwas Luft abzapfen. Aber da müsste ich halt hier oben aufmachen, dann wäre hier oben alles sauerstofffrei. Ist nicht gut. Bis der zu den Leuten kommt, ist es ein weiter Weg und bis dahin ist der tot. Und er wird abhauen.
Okay, Bruchbombe auf die Waffen, weil die können uns Schaden machen. Alles auf die Waffen. 21 Raketen. Waffen im Eimer, das ist sehr gut. Nicht nachlassen. Ah, da wird eh abhauen. Aber das behalte ich jetzt mal im Blick. Wenn er doch bleibt, mache ich seinen Teleporter kaputt. Was macht er denn da? Er wurde ionisiert. Ist ja eine gelbe Kugel gewesen, gelber Puppel. Du gehst auf jeden Fall auf das Schildsystem. Dich versuchen wir mal im Teleporter, damit der auf jeden Fall stirbt, damit er hier bleibt. Auch krass, oder? Wir haben Mantis an Bord mit nur zwei Schnecko. Und ich will den hier behalten. Aber mit den Türen und da, wo er gerade hin ist, passt das sehr gut. Jawohl, ja, der wird auf jeden Fall verrecken. Der stand gerade eben ewig hier in der Tür ohne Sauerstoff. Und weg ist er. Drei-System angeschlagen. Also sobald drei Systeme angeschlagen sind, bei in dem Fall drei Leuten, machen wir jetzt Schluss mit der Bruchbombe und gehen jetzt... Ah, kein Waffenschaden. Da ist ein Engi drin. Die hatten mal drei, sind sie noch zu zweit. Aber so eine Maßregel für mich. Maßgabe, wenn die zu dritt sind und drei Räume gut angeschlagen sind, dann hören wir auf mit der Bruchbombe. Vorher bringt es nichts, weil dann reparieren die das so schnell, dann müssten wir wieder eine nachschieben und das wäre blöd. Dann würden wir wieder mehr Raketen verbrauchen. Jetzt gehen wir mal aufs Cockpit, damit die noch einen anderen Raum ärgern können. Mit ihrer Anwesenheit ärgern die ihre eigenen Räume. So. Oh, wieder ganz gemacht. Das nehme ich jetzt nicht an, das ist zu wenig. Bitte töten Sie uns nicht, wir geben Ihnen alles, was wir haben. Umgerechnet, könnte sich trotzdem lohnen. Aber wir haben gerade keinen Drohnenverbraucher. Umgerechnet 20,27. So viel Schrott werden wir nicht rausbekommen, aber... Da wir eh wieder auf eine Hacking-Drohne zielen, sind wir immer so. Gut. Dann Sauerstoff noch reinkommen lassen. Das machen wir in der Pause. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.